Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist die Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute Dienstag haben wir folgende Beiträge für euch in der Sendung. Der Sammy Klaus im Wald und der Chef in der Küche. Wir fangen an mit den Kurzmeldungen von heute. Mehr Arbeitslose im Kanton Bern. Wie zu dieser Jahreszeit üblich, ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Das vorwiegend im Gast- und im Baugewerbe. Der Anstieg im Gastgewerbe betrifft hauptsächlich das Berner Oberland, wo im November alle vier Verwaltungskreise einen Anstieg vor Arbeitslosigkeit vermelden. Die tausendste Geburt vom Jahr im Spital Thun. Amin Djibril Allah, so heisst das Baby, das am 27. November am 22.34 ist auf die Welt gekommen. Im Spital Thun werden jährlich rund 1200 Baby geboren. Keine Inferno-Rennen. Wegen Corona und den Einschränkungen für Grossveranstaltungen können die 78. Inferno-Rennen nicht durchgeführt werden. Die Rennen hätten vom 20. bis zum 23. Januar 2021 sollen stattfinden. Eine Verschiebung ist nicht vorgesehen. Wir kommen von Mürren nach Bönningen. Lebkuchen, Nüsse und Mandarinli. Am Wochenende ist Sammy Klaus zu Bönningen bei der Waldspielgruppe Wunderfitz vorbeischauen. Er hat die Kinderaugen zum Leuchten gebracht und die von den Erwachsenen ebenso. Es ist natürlich auch schwierig, immer müssen lieb zu sein. Was sich liebt, das neckt sich manchmal. Ein paar Mal habe ich müssen sagen, heute muss ich es auf Englisch sagen, no body check. Dann hat nicht eins abhauen, eins abwischen. Aber zum grossen Teil, dann machen sie auch wieder Frieden, wenn irgendwie streiten wollen. Sie sind also zum grössten Teil sind sehr liebe Kinder gewesen. Ihr habt das Haus vom Sammy Klaus hier auf Bönningen geholt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das hier zu machen? Ja, wir haben eigentlich geplant, dass wir eine Laternenabend machen im Wald mit der Naturspielgruppe. Und dann aber wegen dem Corona, dass wir nicht zu viele Leute sein sollten, haben wir uns dann halt etwas anderes müssen einfallen lassen und haben dann gesehen, ja, dann machen wir doch einen Sammy Klaus-Abend, dass dann Familien dürfen kommen. Zum Sammy Klaus schauen und dann wäre es eigentlich ursprünglich so geplant gewesen, vor dem Hütle, dass er sitzt mit dem Esile. Und dann nachher, wo dann rausgekommen ist, dass ganz viel der Sammy Klaus wieder gecancelt haben, dass es eben nicht stattfindet, haben wir gesehen, ja, jetzt zur jetzigen Zeit finden wir es halt gleich etwas ganz Schönes und wenn das nicht auch noch weggeht. Und darum haben wir es dann halt einfach öffentlich gerade angeboten, dass jede Familie kann anmelden kann. Und wie ist das bei den Familien angekommen? So, wir denken, es ist wirklich bei allen Familien ganz gut angekommen. Wir haben so viele Anmeldungen bekommen. Wir haben nicht gedacht, dass es so viele sind. Wir hätten vielleicht mit 20, 30 gerechnet. Und am Ende haben wir sicher 70 Familien gehabt. Es ist doch ganz gut angekommen. Wenn das weiter so gut ankommt und die Nachfrage da ist, würdet ihr das nächstes Jahr auch machen? Also ja, wenn jetzt die Leute auf uns zukommen und uns fragen, ob wir das wieder machen, sind wir sicher nicht... sind wir sehr nicht abgeneigt, um es wieder zu machen. Eben, wir finden es ganz etwas Schönes, wir haben das ganze Herzblut eingesteckt und die kleinsten Details, wirklich von ganzem Herzen haben wir die kleinsten Details geschaut, dass die vorhanden sind und mit Leidenschaft sind wir dabei gewesen. Und es wäre eigentlich schon wieder schön, oder, wenn wir es könnten machen. Ja. Der Sammy Klausentag ist nicht zuletzt wegen der vielen feinen Sachen beliebt, die der alte Mann vorbeibringt. Wir bleiben darum noch grad ein bisschen bei der Kulinarik. Der Franz Fä startet gleich schon in die 5. Saison als kulinarischer Direktor vom Gstaad Palas. Ein Bubentraum, wie er sagt. Im Interview mit der Jocelyne Page redet er über einen Ton, der sich in der Küche verändert hat und über das, was ihm beim Arbeiten wichtig ist. Du hast hier deine Karriere als Koch gestartet, hast hier die Lehre gemacht, jetzt bist du Culinary Director. Inwiefern hat sich die Küche und auch der Ton geändert? Ja, der Ton hat toll geändert, weil so wie man früher mit uns umgegangen ist, kann man heutzutage vergessen. Und wie man es würde machen, hat man keine Mitarbeiter mehr. Vom Kochen her, man tut viel gesünder kochen. Man tut die Wertschätzung des Produkts ist viel mehr auf den Punkt, anstatt vorher. Vorher war Rahmbutter und schwere Sachen drin. Und jetzt ist mehr mit speziellen Öl. Gesünder kochen, mehr steamen, also die Grundzubereitungsarten sind ein bisschen humaner geworden, auch für das Produkt. Apropos humaner, was ist dir ganz fest wichtig in deiner Küche? Wie soll es dazu hergehen? Sehr, sehr wichtig ist, dass man eine grosse Familie ist, ehrlich ist und dass jeder wirklich Freude hat am Arbeiten.
und jeder macht alles. Es gibt nicht eine Hierarchie, eine grosse Hierarchie. Man ist ein Team und so habe ich es am liebsten. Mit diesem Beitrag sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, bei euch daheim ist schon angerichtet und wünsche einen guten. Wir vom Jungfrau-Zeitung Panorama verabschieden uns. Im Anschluss folgen wie immer Kolleginnen von Meteo News mit dem Neuesten vom Wetter. Sagen merci vielmals fürs Hineinschauen und ganz einen schönen Hinweg. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Grüezi und herzlich willkommen zu Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. In den Tälern haben sich diesen Dienstag hochnebelartige Wolken bemerkbar gemacht. Oben raus war es zuerst nur recht sonnig. Im Verlauf des Nachmittags und Abends sind dann aber immer mehr Wolken aufgekommen. Es ist aber vorerst noch trocken geblieben. Nur im Süden hat es von einem Tiefausbau Korsika wieder viel Feuchtigkeit gegeben. In der Nacht auf den Mittwoch ist es dann aber nicht nur im Süden nass, oder besser gesagt weiss, auch im Berner Oberland zuckert es wieder an. Das auch am Tag durch. Also unbedingt gut aufpassen auf der Straße und genug Zeit einrechnen. Temperaturen bei minus 4 Grad in Adelboden, minus 3 erwarten wir in Grindelwald, 0 in Meiringen, Interlaken, Spiez und Thun. Und auch am Nachmittag verändert sich nichts an dem Wettercharakter. Auch hier kann es immer wieder mal schneien. Es gibt also noch mal ein bisschen Pulver auf den Pulverschnee drauf. Die Pisten, die werden also immer besser und besser. Das gilt auch für den Tiefschnee, für unsere Türeler. Ich hoffe, Sie können den Schnee dann auch geniessen, zum Beispiel am Donnerstag. Da trocknet es nämlich wieder ab mit einem Mix aus Wolken und Sonne oben raus. Nur in den Tälern hat es ein paar Hochnebelschwaden umeinander. Am Freitagmorgen hat es dann zuerst immer noch ein paar Nebelschwaden in den Tälern mit hohen Wolken. Und auch wieder Sonne in der Höhe am Tag durch gibt es dann aber wieder mehr Wolken. Und gegen den Abend auch die ersten Flocken oder Tropfen. Und aufs Wochenende bleibt es dann trüb und nass mit Schnee ab 800 bis zu 1000 Meter. Auf nächste Woche sieht es dann aber wieder nach einer Wetterbesserung aus. Ja, und die Temperaturen die variieren zwischen 1 und maximal 4 Grad. Das war es vom kurzen Wetterupdate. Jetzt wünsche ich weiterhin ganz eine gute Woche und hoffentlich bis bald wieder.